Ich spreche mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Guten Abend, Herr Kretschmer. Hallo, guten Abend. Sie sind seit fast 7 Jahren Ministerpräsident. Sie mussten wahnsinnig kämpfen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD und haben heute gesagt, das Vertrauen in Sie habe gewonnen, nicht der Protest. Ist das nicht eine ziemlich steile These mit Blick auf die Zahlen? Das Vertrauen in dieses Land und in die politischen Akteure und in die Sächsische Union hat gewonnen, nicht in mich alleine. Wir haben eine Politik gemacht, die letzten fast 7 Jahre, die sich wirklich sehr abstützt auf dem Land, jeden Tag unterwegs. Und viele gesellschaftliche Gruppen haben mitgeholfen, von der Wirtschaft über die Kultur, die Wissenschaft, die Sozialen. Und das ist der Grund, warum dieses Wahlergebnis so fundamental anders ist, als das bei der Europawahl, bei der letzten Bundestagswahl oder sich auch so sehr unterscheidet von dem, in Thüringen, und da ist es überhaupt nicht wichtig, ob die CDU 0,1% oder 0,5% vorn oder hinten liegt. Die Grundkonstellation ist so stark, die wird diesem Land auch in der Zukunft eine gute Regierung organisieren. Auch wenn die Mehrheit Sie gewählt hat, um die AfD zu verhindern. Aber was jetzt lockt, ist eine Koalition mit der Partei einer Politikerin, die einst Kopf der kommunistischen Plattform in der Linkspartei war. Was sagt denn Herr Merz dazu? Also ich finde ja erst einmal, dass wir drüber sprechen müssen, wie sind wir eigentlich so weit gekommen und warum ist das eigentlich so? Seit 1,5 Jahren ist jede Wahl eine Abstimmung über Migration, über Energiepolitik, dass wir einfach so da schnell zur Tagesordnung übergehen. Wie geht das eigentlich weiter? Was passiert mit der Bundestagswahl, wenn das so weitergeht? Ich glaube, das ist das Thema, was Deutschland in den nächsten Wochen wirklich hart diskutieren muss. Das geht doch mit dieser Ampel so trotzdem nicht darf weiter. Ich meine Frage noch das Vertrauen stellen. In die Demokratie ist so erodiert. Ja? Das sehen wir überall. Und wenn wir nicht jetzt anfangen, dafür zu sorgen, dass die Probleme gelöst werden, die aus Sicht der Menschen wirklich da sind, dann schaden wir der Demokratie. Das ist das, was wir, glaube ich, aus diesem Wahlergebnis in Thüringen und in Sachsen lernen müssen. Also wollen Sie auf die Frage nach Herrn Merz nicht antworten? Ich bin mit Herrn Merz in einem intensiven Gespräch und ich bin ihm sehr dankbar, dass er zum Beispiel meine schwierige Position aus seiner Sicht zum Thema Ukraine nie zum Problem gemacht hat, sondern dass in der CDU als Volkspartei das möglich war, dass man über solche Themen spricht. Das ist das, was man sich übrigens von dieser Bundesregierung wünscht, dass unterschiedliche Positionen nicht als Störfall, sondern als Bereicherung angesehen werden. Wo sind wir eigentlich hingekommen, dass man nur noch mit den Leuten redet, die einem passen? Ich glaube, Ihre Kritik an der Ampelpolitik wird durchaus klar. Ich würde gerne noch mal zu Ihnen kommen und nach Sachsen kommen. Sie haben selbst gesagt, Sarah Wagenknecht habe ein seltenes Talent, Dinge zu zerstören. Richtig etwas aufzubauen, haben Sie gesagt, ist ihr noch nie gelungen. Und so ist es auch diesmal. Das waren Ihre Worte. Wie soll das dann funktionieren, wenn Wagenknecht die Strippen ziehen will? Und das will sie ja tatsächlich auch in den Koalitionsverhandlungen. Ja, werden wir sehen. Jetzt ist es erstmal ein Ergebnis. Das ist der erste Schritt und der ist ein sehr gutes Fundament. Jetzt wird gesprochen, erst einmal in den Gremien, in den Parteien untereinander. Es ist klar, das hat man in diesem Wahlkampf wieder einmal mehr gesehen, die AfD, nicht jeder Wähler, auch nicht jedes Mitglied, aber die Führung ist so radikalisiert mittlerweile, dass man mit diesen Leuten nichts anfangen kann. Und es ist nur ihr eigenes Problem, nicht niemand anderes, sondern diese Partei hat sich für diesen Weg entschieden. Und alle anderen müssen sich überlegen, ob sie dem Land dienen wollen, ob sie den Menschen in diesem Land dienen wollen, ob sie in ein Gespräch eintreten wollen, was wir hier für diese wunderbare Heimat, für diese Region bewegen können. Und wenn ja, dann wird es Menschen geben, mit denen man sprechen kann. Wenn nein, ist das auch ein Ergebnis. Wo Sie es gerade ansprechen, es wird sich ja auch erst über den Abend zeigen, ob eine Fortsetzung der jetzigen Kenia-Koalition überhaupt möglich ist. Laut Sachsen-Trend, das ist ganz interessant, finden 71% Kenia aber gar nicht gut. Allerdings 69% würden auch eine Koalition aus CDU, SPD und BSW nicht gut finden. Also mit wem wollen Sie denn überhaupt reden? Was am schlechtesten ist, wenn es überhaupt keine Regierung gibt. Wir brauchen eine Regierung, die stark ist, die stabil ist, weil sie damit auch dem ganzen Land Stärke und Stabilität geben kann. Und ob das erreichbar ist, werden wir sehen. Ich glaube, ja. Ich sehe so viele positive Kräfte jetzt auch in diesem Landtag, dass ich denke, es ist möglich. Wichtig ist, dass das Erste, was man tut, eine Rückbindung an das Land ist. Mich interessiert nicht Berlin, mich interessiert nicht Brüssel, mich interessiert meine Heimat Sachsen. Und wer bereit ist, einen Koalitionsvertrag zu schließen mit den Menschen in diesem Land und dem Land selbst, der hat in mir einen Partner. Ich habe eine ausgestreckte Hand. Ich finde, das ist eine große Aufgabe, diesem Land zu dienen. Und wir werden sehen, ob uns das gelingt. Das ist nicht einfach, das wird seine Zeit dauern.
Aber ich bin ehrlich gesagt zuversichtlich, dass wir das hinkriegen werden. Sagt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Vielen Dank. Danke.